Und schon sind wir da. Das ist jetzt hier so die typische Kampfmusik. Das heißt, hier sind Gegner, genau. So, das ist schon mal so ein Vieh. Da habe ich extra Abstand von gehalten, weil es kann so zuhauen. Aber wir packen es. So, sehr gut. Die sind eigentlich recht ekelhaft, die Viecher, weil die dich eigentlich immer treffen. Ja, seht ihr, da haben sie schon wieder getroffen. So, dann haben wir jetzt recht wenig, oder sagen wir mal, wir haben noch viel Leben, aber da kann man mal was essen. Und zwar kommt aus diesen Felsen dann, hier sieht man, das ist eine kleine Keule, die bringt was zu essen. Ich hoffe auch, die Sounds sind richtig eingestellt, ich weiß es nicht ganz genau. Seltsam, diese Roboter sahen aus wie Teile der ehemaligen Red Ribbon Armee, von der mir mein Vater erzählt hat. So, was gibt's hier? Hier gibt's einen Tiger. Mit einer Lederjacke. So, sehr gut. Haben wir den Tiger auch geboxt. Dann gehen wir mal links rum. Da haben wir auch einen Tiger. So, die müssen wir jetzt eigentlich ganz locker packen. Ja, Gohan hat Stufe 3 erreicht. Super. Stärke, Energie, Stärke plus 1 und Ausdauer plus 1 und die Energie sogar plus 2. Was haben wir hier? Das ist eine Brücke, die erst noch ausgefahren werden muss. Das heißt, hier können wir jetzt noch nicht lang. Später wird es auch noch dazu kommen, dass wir sogar solche Orte wie diese hier aufsuchen müssen, einfach um ein paar Monster zu boxen, um zu leveln. Weil, oh, das sind zwei, machen wir es mal so. So, das war eine große Energiekugel. Einfach nur, um ein bisschen zu leveln, weil wir eben noch nicht stark genug sind für gewisse Endgegner oder Bosse. So, momentan geht's ja aber alles jetzt noch und wir haben ja bisher noch gegen keinen gekämpft. Da sieht man, das ist die Brücke von vorhin und hier ist ein Namekianer. Nur Goku darf diese Barriere passieren, das heißt, wir können hier gar nicht lang. So. Mal sehen. Machen wir den mal so platt. So, und den anderen... Ah, machen wir auch schnell so. Das geht einfach schneller. Haben wir wieder recht viel Energie bekommen. So. Ich hoffe auch, dass ihr meine Tastatur nicht allzu laut hört. Oh, jetzt bin ich nochmal zurück. Ich achte schon darauf, dass ich ein bisschen... Verdammt. Dass ich ein bisschen leiser bin. Während ich da auf die Tasten haue, aber es kann natürlich immer mal passieren, dass ich ein bisschen härter drauf haue. Diese Dinger töten man dann halt gerne mal mit... Ich werde... Also jetzt habe ich voll das Thema gewechselt, aber... ja, wie gesagt, ich werde probieren, da so ein bisschen leiser drauf zu hauen. Und diese Fliegedinger tötet man halt dann eben am besten so mit... Gott im Himmel, mit Energie, so. Ich finde es echt schwer, wenn man das nicht gewohnt ist, so ein bisschen das zu schaffen, dass man spielt und dazu gleichzeitig redet. Das ist echt gar nicht so easy. So, was haben wir denn hier? Eine Stärkekapsel plus 1 gefunden. So, dann reden wir erstmal mit allen Leuten. Wen haben wir denn hier? Schau so, ich habe Angst. Fürchtest du dich nicht, Gohan? Nö. Tenshin Han. Eine solche Energie habe ich noch nie gespürt. Auch nicht annähernd. Es kommt mir so vor, als wäre das alles nur die Spitze des Eisbergs. Krillin, hey Mann, jetzt geht hier gleich die Post ab. Bulma? Ich bin hergekommen, um Freezer zu sehen, aber Yamaha... Yamchu, sagt man eigentlich. Ist böse auf mich. Ich lese nur immer gerne Yamaha. Ich weiß auch nicht, warum. Yamchu, weißt du, was Freezer tun wird, wenn er dich hier findet? Natürlich weiß ich das. Er wird hier runterkommen und den Planeten in die Luft jagen. Aber ich will ihn sehen, bevor er das tut. Was ist daran falsch? Außerdem ist er irgendwie süß. Vegeta. Es ist erstaunlich, dass du dich jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, als Vollidiotin entpuppst. Sehr gut gesagt, Vegeta, weil das war echt behindert gerade. Dass sie sagt, Freezer sei süß. Ich meine, na, reden wir erstmal mit Pool. Ich fürchte mich vor Freezer, aber ich muss bei Yamchu bleiben. Das Spiel ist sehr an die Saga, an die Cell-Saga angelehnt, aus der Dragon Ball Z-Serie und aus dem Manga, aber natürlich sind die Wortlaute und so weiter und so fort nicht gleich, also ist nicht alles exakt gleich und manchmal kommen dann auch eben so Sachen raus, dass Bulma plötzlich sagt, Freezer sei süß, das ist total, das kam niemals in der Serie vor, bin ich mir hundertprozentig sicher.
Aber das Spiel ist halt hat so diese kleinen Unterschiede, was ich aber auch gut finde. Wäre ja blöd, wenn man einfach so die Serie nochmal durchspielt. So, Vegeta. Oh, bin ich gegen dich gerannt, sorry. Vegeta. Also hat Kakarot am Ende versagt. Frieza ist immer noch am Leben und er kommt hierher. Yamcha, woher weißt du das? Vielleicht ist es jemand anderes. Ich weiß es eben. Wissen ist mein Geschäft, was bei dir nicht der Fall zu sein scheint. Hey, was soll denn das heißen? Was soll das denn heißen? Wen haben wir da oben? Piccolo. Okay, sind alle da? Gut. Nördlich dieses Grats befindet sich der Ort, wo Frieza landen wird. Bist du sicher, Vegeta? Ja, bin ich mir. Ich bin mir sicher. Und jetzt sei still. Ich will nicht, dass er mitbekommt, dass wir auf ihn warten. Sobald du bereit bist, gegen Frieza zu kämpfen, überquere diesen Grat. Ich will kein Blatt vor den Mund nehmen. Da Goku nicht hier ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass keiner von uns den Kampf gegen Frieza überleben wird. Aber wir müssen es zumindest versuchen. So, sehr gut. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Und laufen erstmal gegen eine Wand. Sehr gut. So, und laufen nach oben. König Cold. Das ist also die Erde? Wie niedlich. Frieza. Ja, sehr niedlich. Irgendwie passend, dass die Saiyajins auf diesem winzigen Planeten zu Hause sind. Ehrlich, Frieza, wir hätten diesen Planeten einfach vom Weltall aus zerstören können. Vater, das würde uns doch den ganzen Spaß verderben. Ich will meine Rache genießen, bis zum bitteren Ende. Es ist seine Schuld, dass ich in diesem kybernetischen Körper stecke. Er hat mich gedemütigt. Wenn Goku nach Hause zurückkehrt, wird alles, was er kannte und liebte, in Schutt und Asche liegen. Er wird den Zorn Freezers spüren. Nicht, dass ich diesen Ort nicht unheimlich toll finde. Aber trotzdem verstehe ich nicht, wieso wir diese erbärmliche Schlammkugel nicht einfach zerstören können. Wieso, Vater? Du hast mir doch selbst die hohe Kunst der Rache beigebracht. Lass es mich dir demonstrieren, indem ich die Freunde des Saiyajins einen nach dem anderen pulverisiere. Ach, hey, er wird sicher überrascht sein, wenn er nach Hause kommt und niemand auf ihn wartet. Außer mir. Soldaten. Ich will, dass ihr sofort mit der Suche nach den erbärmlichen Freunden des Saiyajins beginnt. Und wenn ihr sie gefunden habt, dann keine Gnade. Trunks, halt nicht so schnell. Du musst Frieza sein. Ich wollte dich schon lange persönlich kennenlernen. Wir haben einen Gast. Ich werde dich zerstören. Oh, wir laufen besser weg, nicht wahr, Vater? He, he, he. Du weißt nicht, auf was du dich da einlässt, Junge. Ich weiß sehr genau, auf was ich mich einlasse, Frieza. Und ich kann auch sagen, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Damit ihr es wisst, ich werde euch ein für alle Mal erledigen. Güte im Himmel. Krillin, wer ist der Kerl? Er hat eine gewaltige Aura. Tenshin Han, seine Aura ist derjenigen Freezers weit überlegen. Unglaublich, etwas Vergleichbares habe ich noch nie gespürt. Wo kann jemand herkommen, der eine solche Energie besitzt? Zumindest kann man sagen, dass diese kleine Kreatur einen guten Sinn für Humor besitzt. Genug gewitzelt, ihr beiden werdet gleich herausfinden, was es heißt, gegen einen Super Saiyajin zu kämpfen. Und ich spreche nicht von Goku. Was? Du bist echt komisch, Junge, ha ha ha. Das kann nicht sein. Also das ist ein Super Saiyajin. Ah, ich habe jetzt keinen Bock zu schreien. Frieza. Super Saiyajin, ich bin beeindruckt. Es kommt nicht oft vor, dass man einem Kämpfer deines Kalibers begegnet. Ein Talent, so wie du es besitzt, flößt mir Respekt ein. Ich bin nicht von Stolz geblendet, wie mein Sohn es war. Schließ dich mir an
und nimm Freezers Platz an meiner Seite ein, als oberster Herrscher des Universums. Keine Chance. Nun gut, wenn du dich mir nicht anschließt, dann zerstöre ich dich. Und tot. Ja, war easy, ne? Ich bin unterwegs zu einem Ort in der Nähe, um Goku zu treffen. Wollt ihr mitkommen? Seltsam, woher weißt du überhaupt... Woher weiß er über meinen Vater Bescheid? Folgt mir einfach. Jo, machen wir direkt. Die anderen bleiben stehen? Nein, natürlich kommen die auch noch. Da sind wir alle. Außer Vegeta, da ist er. So, ich musste gerade die Tasten wieder richtig greifen. So, Entschuldigung, aber woher kennst du meinen Papa? Also, ich bin ihm ehrlich gesagt noch nie begegnet, habe nur von ihm gehört. Woher weißt du denn, dass er dort ankommen wird? Nun, es tut mir leid, ich kann es nicht sagen. Wieso nicht? Ich werde es dir sagen, weil du etwas im Schilde führst. Erzähl uns, harter Bursche, wer bist du? Ich wünschte, ich könnte es euch verraten, es tut mir leid. Als du Freezer und diesen anderen Kerl besiegt hast, warst du ein Super Saiyajin, oder? Ja, das war ich. Das ist eine Lüge, Kakarot, der, den du Goku nennst, und ich sind die einzigen Saiyajins, die übrig sind. Kakarots Junge hier ist ein halber Saiyajin. Ihnen mitgerechnet sind wir also zu dritt. Du kannst überhaupt kein Saiyajin-Blut in deinen Adern haben. Punkt, Punkt, Punkt. Wie, keine Antwort, dachte ich mir. Goku sollte jeden Moment hier ankommen. Und da kommt er. Hey Papa. Ich sage mal die Namen, sorry. Eigentlich sind ja alle Charaktere schon vorgestellt. Willkommen zurück auf der Erde, Goku. Hey Jungs, woher wusstet ihr denn, dass ich hier sein würde? Dieser Typ hier hat es uns gesagt. Ich glaube, er ist ein Fan von dir. Ein geheimnisvoller Mann. Er weiß alles über dich, Papa. Hä? Aber wie? Er wusste genau, wann und wo du ankommen würdest. Das ist unmöglich. Wir haben uns noch nie getroffen. Er muss die Spur deines Schiffes im Weltall verfolgt haben. Echt? Hey, wo ist Freezer? Ich spüre, dass er auf dem Weg hierher war und ich versuche... Blablabla. Und ich versuchte, so schnell wie möglich hierher zu kommen. Dieser Typ hat ihn besiegt. Er hat sich in einen Super Saiyajin verwandelt und ihn auseinandergenommen. Aber richtig auseinander. Goku, kann ich mich mit dir unterhalten? Die Geheimniskrämerei tut mir leid, aber du musst mir wirklich dein Wort geben, dass du niemandem erzählen wirst, was ich dir jetzt sage. Nun, ich hatte noch nie ein Problem damit, Geheimnisse für mich zu behalten. Sicher doch, du hast mein Wort. Ich heiße Trunks. Das hört sich jetzt zwar vielleicht sehr merkwürdig an, aber ich stamme nicht aus dieser Zeit. Ich bin mit einer Zeitmaschine hierher gereist, aus 20 Jahren in der Zukunft. Echt? Aus der Zukunft? Das ist unglaublich. Man merkt, wie ich mich in die Charaktere reinfühle und genau das wiedergebe, was sie sagen wollen. Sorry. Ja, Vegeta hatte recht. Nun er, du und Gohan haben Saiyajin-Blut in ihren Adern. Und ich habe meins von ihm. Er ist mein Vater. Was? Du machst wohl Witze. Ich werde in 2 Jahren geboren werden. Haha, wirklich? Vegeta wird dein Papa werden? Ich bin nicht hierher gekommen, um dir das zu erzählen. Ich muss mit dir über etwas anderes reden. In 3 Jahren, am Morgen des 12. Mai um 10 Uhr, werden 2 mächtige Wesen auf der Amenbo-Insel auftauchen. Sie haben furchtbare Kräfte, sogar nach unseren Maßstäben. Sie sind Monster, Goku. Sobald sie auftauchen, wird die Erde und alles, was ihr kennt, für immer verschwunden sein. Was? Sind sie Außerirdische? Nein, sie sind Cyborgs und sie wurden hier auf der Erde erschaffen. Ihr Schöpfer ist Dr. Gero, der Anführer der Red Ribbon Armee. Erinnerst du dich an ihn? Ja, ich habe ihn besiegt. Du meinst, er hat überlebt? Ja,
durch sein Verschulden. Durch dein Verschulden. Hör mal, es tut mir leid, Goku. Es tut mir leid, das zu sagen, Goku. Aber Dr. Gero entkommen zu lassen, war ein Fehler, den du noch schwer bereuen wirst. Er arbeitet vermutlich schon an diesen beiden Cyborgs, während wir uns hier unterhalten. Ich bin mir nicht sicher, wo sich sein Labor befindet. Wenn ich es wüsste, würde ich ihm einen Besuch abstatten, nicht dir. Du hast Freezer blitzartig besiegt. Und doch sind diese Cyborgs nach allem, was du sagst, noch stärker als du. Das sind sie. Mich zu jagen ist eins ihrer Lieblingshobbys. Aber es steht 2 gegen 1, also ich kann nicht viel tun, außer weglaufen. Was? Und was ist mit den anderen? Helfen sie dir nicht? In 3 Jahren werden die Spezialkommandos der Erde ausgelöscht sein. Ich bin der Einzige, der übrig ist. Piccolo ist weg und mit ihm auch die Dragon Balls verschwunden. Sind auch die Dragon Balls verschwunden. Also haben wir auch nicht die Möglichkeit, einen von uns mit Hilfe eines Dragon Balls wiederzubeleben. Warte einen Augenblick. Was ist mit mir passiert? Haben sie mich auch besiegt? Nein. Bald wirst du dir einen neuen Virus einfangen, der das Herz angreift. Du wirst es nicht überleben. Was? Das ist doch aber doof, von einem blöden Virus getötet zu werden. Ich will gegen diese Cyborgs kämpfen. Ich bekomme nicht mal die Gelegenheit, gegen sie anzutreten. Du bist ein tapferer Mann, Goku. Ich bin froh, dass ich gekommen bin. Hier, nimm das. Es ist ein Medikament. Jetzt gibt es noch kein Heilmittel gegen den Virus, aber in meiner Zeit schon. Nimm es ein, wenn du krank wirst, und du wirst es überleben. Du scherzt wohl. Wahnsinn. Und lila ist es auch. Ich wette, es schmeckt nach Weintrauben. Das sagt er auch niemals in der Serie. What the fuck? Ich sollte das zwar nicht tun, denn es verändert den Lauf der Geschichte, aber manchmal sollte man den Lauf der Geschichte verändern. Und ich bin froh, denn meine Mutter hat mir... Oh! Deine Mutter hat mir erzählt, ich glaube, was für ein toller Mann du bist. Ich weiß nicht genau. Wenn ich drücke auf Pause, sorry. Deine Mutter kennt mich. Wer ist sie? Bulma. Bulma ist deine Mutter? Leise, sonst hören sie dich noch. Entschuldigung, Vegeta und Bulma sind deine Eltern. Wow. Ich kann mich nicht an meinen Vater erinnern. Also war es wirklich toll, ihn zu treffen. Er ist zwar ziemlich mürrisch, aber auch beeindruckend. Und sagt den anderen bloß nichts von alledem. Andernfalls könnte es sein, dass ich nie geboren werde. Goku erzählt seinen Freunden von der Warnung aus der Zukunft. Und so haben wir 3 Jahre, um uns vorzubereiten. Oh Mann, ganz schön schwer da durchzusteigen. Sag mal, Kakarot, wieso erklärst du uns nicht, wie du von Namek entkommen bist? Oder woher du dieses lächerliche Kostüm hast? Ich habe mir diese Geschichte besser für einen anderen Mal auf. Ich wette, Chi-Chi brennt schon darauf, mich zu sehen. Ja, Papa, lass uns nach Hause gehen. So, und da sind wir wieder hier angekommen. So... Hey Gohan, wenn du möchtest, kannst du in den Wäldern südlich von hier trainieren. Oder mit mir ins Haus gehen, um Chi-Chi zu überraschen. Wir gehen mal nach Hause, um Chi-Chi zu überraschen. Wo ist sie denn? Sie ist wahrscheinlich im Wohnzimmer. Hier. Goku, bist du es wirklich? Hallo Schatz, es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Ich hätte beim Mars wohl nicht links abbiegen sollen. Ist ja nicht so schlimm. Du warst ja nur 1,5 Jahre weg. 1,5 Jahre! Wie konntest du mir das antun? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Chi-Chi, es tut mir leid. Ich... Oh Goku, ich bin gar nicht mehr böse auf dich. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich will nur, dass alles normal wird. Tja, das ist das Problem. Diese Cyborgs werden in 3 Jahren kommen und die ganze Zivilisation zerstören. Und wir müssen trainieren, damit wir auf sie vorbereitet sind. Was? Goku, du bist gerade erst zurückgekommen und schon planst... Und jetzt planst du schon wieder einen Kampf? Diesmal gehst du aber zu weit. Chi-Chi, ich wollte doch nicht, dass diese Dinge passieren. Arg. Ah. Gut, dann geh. Aber Gohan bleibt hier. Ich will nicht, dass er... all deine schlechten Angewohnheiten übernimmt. Aber Chi-Chi, wir müssen Gohan auf den Kampf vorbereiten, das ist wichtig. Gohan muss lernen, ich will nicht, dass später mal ein Muskelprotz ohne Hirn aus ihm wird. Ich will nicht, dass unser einziger Sohn ohne Bildung aufwächst, so wie sein Vater.
Willst du mir erzählen, dass Gohans Studien wichtiger sind als die Rettung der Erde? Gut, Goku, mach was du willst, aber das ist das letzte Mal. Wenn das vorbei ist, wird Gohan den Rest seines Lebens mit Lernen verbringen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie immer Goku und Gohan nur schreiben, aber das liegt halt daran, dass sie nicht viel Platz haben, weil das hört sich immer so komisch an. Son Goku und Son Gohan hört sich eigentlich viel besser an. Ach, hier sind ja die beiden sogar. Ja, ich denke mal... ich glaube, wir haben noch ein Stückchen Zeit. Wir gehen gleich zur westlichen Hauptstadt, um Piccolo zu treffen. Du solltest in den Wäldern südlich von hier ein wenig trainieren, bis ich mit den Reisevorbereitungen fertig bin. So, dann gehen wir mal raus, ein bisschen trainieren. Aber vorher speichern wir. Und an der Stelle verabschiede ich mich. Ihr könnt ja mal gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da lassen, ob euch das gefallen hat. Ich denke, ich werde noch einige Male ein bisschen was über Dragon Ball Z oder Dragon Ball im Allgemeinen sagen, weil es ist und bleibt mein Lieblingsanime, mit dem ich halt aufgewachsen bin. Deswegen macht mir das auch unheimlich viel Spaß. Oder ihr lasst einfach eine negative Bewertung oder ein negatives Kommentar da und sagt, ey, ich finde es voll scheiße, ich finde das überlangweilig, mach was anderes. Hauptsache, ihr seid ehrlich. Und ja, an der Stelle verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob hier draus jetzt zwei oder eine Folge werden. Ich muss das alles mal gucken. Ich habe die Zeit nicht genau im Blick gehabt. Auf jeden Fall war es mir wichtig, dass ich dieses ganze Gelaber jetzt vor allem am Anfang durchgehe. Aber ich muss leider sagen, wir sind immer noch nicht, sagen wir mal, im richtigen Spiel angekommen. Es gibt noch dieses Vorgeplänkel, das wird jetzt auch noch sich durch eine oder zwei Folgen ziehen, vielleicht auch durch drei, aber danach müsste es eigentlich richtig losgehen. Ja, gut, das war's dann und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.